Ja, Milos, mit dem heutigen Tag geht unser Trainingslager hier in Spanien zu Ende. Es hat doch ein paar grosse Super League-Club gegeben, die auf das Trainingslager verzichtet haben. Was würdest du sagen, hat es sich für uns gelohnt und was ziehst du für ein Schlussfazit? Ja, ich muss sagen, ich denke, was Teambuilding betrifft, war es sensationell gewesen. Eine super Stimmung, die wir hatten. Vor allem an der letzten Abend Team-Event, mega lustig gewesen. Super Stimmung gehabt. Generell denke ich, wir haben sehr viel taktisch auch können machen. Auch aufgrund vom Wetter. Relativ gute Platzverhältnisse, die wir hatten. Und dann können nutzen. Doch 3 Testspiele in so einer kurzen Zeit. Das war super gewesen. Hat uns gut getan. Wir haben dort sehr viele positive Sachen jetzt auch mitnehmen. Und auch wieder Punkte, wo wir merken, dass wir daran arbeiten können. Ja, also alles in allem eigentlich ein absoluter Erfolg und wichtig, dass wir das gemacht haben. Eben, du hast gesagt, 3 Testspiele haben wir gehabt, ein Sieg gegen Saarbrücken, eine klare Niederlage gegen Hannover und ein Unentschieden gegen den HSV. Was hast du über die gesamten 3 Spiele gesehen für einen Eindruck gehabt von der Mannschaft? Ja gut, ich würde es gerne ein bisschen trennen. Saarbrücken, finde ich, haben wir ein bisschen mehr oder weniger die Stammformation auch sehen. Ich finde, sensationelle erste Halbzeit, vor allem auch im technisch-taktischen Bereich. Spielerisch, wie wir das Spiel aufgebaut haben, wie wir den Ball gepflegt haben. Dann, wo wir den Raum erkannt haben, plötzlich dann vertikal sehr schnell gewesen sind und uns Torchancen erarbeitet haben gegen einen sehr athletischen Gegner, der bei München und einfach Frankfurt im Cup raushauen konnte. Ich glaube, man hat das auch gemerkt. Die haben doch 90 Minuten dann, Widerstand können bieten. Wir haben das nicht über die 90 Minuten können machen, was wir haben wollen, aber doch sehr, sehr, sehr positiver Match, denke ich, alles in allem für uns. Dann gegen Hannover, relativ gute, auch wieder spielerisch, gute erste Halbzeit. Ich denke, mit dort auch bei den Standardsituationen, das haben wir dann sehr vertieft auch nochmal angeschaut in dem Trainingslager. Dort müssen wir sicher besser agieren. Wir haben mit vielen jungen und vielen älteren Spielern dort zusammengespielt, was nicht einfach ist auch. Aber der Trainer hat das richtig gemacht. Er hat viele Spieler auch jetzt Minuten geben, was auch wichtig ist in einem Trainingslager. Die haben das in der ersten Halbzeit relativ gut gemacht. Wenn wir dort 2-3 Goal machen, sieht das Spiel dann vielleicht auch wieder anders aus. Also wir müssen dort effizienter werden. Haben auch da jetzt ein System ausprobiert, austestet. Das habe ich auch gut gefunden. Spannend gewesen zum Beobachten. Dann eben die zweite Halbzeit, wie gesagt, dort müssen wir sicher auch härter können verteidigen. Was die Fitness betrifft, hat man gesehen, Hannover mit der deutschen Mentalität, dort müssen wir auch uns können weiterentwickeln. Dort sind wir gefordert, auf jeden Fall. Das ist aber eine gute Erkenntnis. Und dann jetzt im gestrigen Spiel gegen Hamburg, ich denke, dort haben wir wieder umgestellt gehabt. Und haben wir auch wieder Sachen können erkennen und analysieren, dass wir nicht so offensiv haben können spielen. Wir sind nicht wirklich ins Pressing hineingekommen, haben dort Mühe gehabt, zu viele Leute gehabt hinter dem Ball. Also sehr, sehr unzufriedensicher mit der ersten Halbzeit. Dann zweite Halbzeit haben wir gut angefangen, finden wir. Aber sicher der Höhepunkt, wo uns auch sehr freut, dass die beiden jungen Spieler, Junior Ligue und Nils Reichmuth, beteiligt sind bei dem zweiten Goal, wo da beide sehr gute Aktionen haben können zeigen und wir am Schluss doch noch zurückgekommen sind und das 2-2 können erzielen. Jetzt hat man gehört, dass der Joseph Sabobo, ein Offensivspieler aus Sambia, soll zu uns wechseln. Was kannst du dazu sagen? Ja, leider nicht so viel. Ich kenne den Spieler eigentlich nicht. Ich habe das mitbekommen, als ich zum FC Zürich gestoßen bin, dass das eigentlich schon unter Dach und Fach ist. Dass eigentlich nur noch die Unterschrift soll fehlen in den nächsten Tagen. Im Januar hat das so geheißen, dass er soll zu uns stoßen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein paar Videobilder, Videosequenzen gesehen, dass es ein sehr ein kleiner Spieler ist, der beweglich ist, trickreich, trippelstark. Aber auch dort muss man wirklich auch die Erwartungen, glaube ich, dämpfen und das vorsichtig angehen, weil er kommt von einem anderen Kontinent. Braucht er sicher Anpassungszeit und ich glaube, so was ich gesehen habe von der Athletik her, wird er wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchen in unserer doch physisch robusten Liga.
Neue Spieler sind noch keine dazugekommen bis jetzt in diesem Wintertransferfenster. Können wir noch Transfers erwarten? Ja, wir haben jetzt das bewusst so geplant, dass wir doch 6 Spieler vom Nachwuchs mitgenommen haben. Wir haben allen eine Chance gegeben. In den Trainings sowie auch in den Freundschaftsspielen. Wir haben alle noch mal analysieren. Wir werden noch mal ein Freundschaftsspiel machen jetzt in den nächsten Tagen, wo die Jungen zum Zug werden kommen. Danach werden der Bo und ich das analysieren, was er für ein Gefühl jetzt auch können entwickeln. Wir haben sehr viele positive Details auch können erkennen. Ich denke und ich hoffe, dass da der eine oder andere auch im Kader von der ersten Mannschaft jetzt kann bleiben und auch zu Minuten kann kommen. Und neue Spieler, planen wir da etwas? Ja, eben abhängig von dem, welche Spieler auch von den Jungen einen Platz bekommen. Somit kann man dann auch nachher die Kaderplanung weiter analysieren. Und wo wir dann noch Platz frei haben oder wo wir das Bedürfnis haben, das ist jetzt auch ein bisschen systemabhängig. Ich muss auch sagen, dass der Trainer ohne einen richtigen Stürmer auch gespielt hat jetzt in der Vorrunde mit einer hängenden Spitze. Mit dem Afri vor allem und Marquesano, wo keine echten Stürmer sind. Das war aber auch das Erfolgsprinzip in der Vorrunde. Wir wollen dort sicher auch flexibler sein, dass wir auch umstellen können, dass wir mit einer echten Sturmspitze spielen. Wir haben dort den Santini, der ein erfahrener Spieler ist, der gross gewachsen ist, der ein Wandspieler ist, wo man anspielen kann. Aber wir wissen auch, dass er natürlich läuferisch nicht mehr 90 Minuten kann verheben kann. Er ist aber ein Vorzeigeprofi in der Kabine. Die Jungen können sich dort auch als Vorbild nehmen, was seine Einstellung angeht zu dem Profigeschäft. Er hat einen Vertrag bis im Sommer. Er will den respektieren. Aufgrund dessen haben wir dort sicherlich dann auch Bedarf, aber wir haben auch eigene Junge, die jetzt das auch haben können zeigen, dass sie Qualitäten haben. Das müssen wir sicher mit dem Bo analysieren und dann schauen, wo wir im Sturm etwas machen. Auf anderen Positionen wird es jetzt auch abhängig sein. Wir haben Spieler, die Verträge auslaufen, wo wir vielleicht auch bewusst nicht werden verlängern, zum Teil wollen wir sie auch verlängern, wo wir in Gespräch sind. Und dann abhängig von diesen Situationen werden wir sicher uns dann müssen bewegen. Danke vielmals. Sehr gerne. Danke, Michi.